Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier im Valamir Inn in Iverstead. Und wir haben hier ein bisschen, ja, uns aufs Ohr gelegt. Und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen verpflegen. Sprechen wir mal Wilhelm an. If I were you, I'd keep away from the barrow on the east side of town. It's haunted. Ja, da wollen wir auch gar nicht erst reingehen. Let's sate that appetite, hm? Ja, mal gucken, was er denn so zu verkaufen hat hier. Hoho, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Das nehmen wir doch mal mit. Ja. Sortieren wir das mal nach Preis. Mal gucken. Und da haben wir doch schon was. Das hier. Ja, das nehmen wir mal mit. So. Und hast du vielleicht noch einen Krug Wasser? Of course. Na also. If you pass through again, stop by for a drink. So. Und dann essen wir das mal. Und dann wollen wir uns mal aufmachen. Auch wenn es ein bisschen spät jetzt ist, aber... Ach, wir haben geschlafen. Das geht schon in Ordnung. Ja. Ach, Klimek. Sag mal, hast du vielleicht noch Zeug? You've been a good friend to me. That means something. Hast du vielleicht noch was zu verkaufen, was wir vielleicht haben bräuchten? Take a look. Könnten. Wir brauchen könnten hier. Na also, der hat doch noch was. Ja, vielen Dank. Genau das haben wir gebraucht. Thanks again for the legwork. Ja, okay. Meine Güte, genau das haben wir doch gebraucht hier. So, wir gehen jetzt mal weiter. Und die Kultisten liegen hier immer noch. Ich frag mich ehrlich, warum die hier immer noch liegen. Die müssten doch eigentlich schon verschwunden sein. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Warum die noch da liegen? Wir wissen es nicht. Aber ich würde mal sagen, wir laufen hier weiter runter. Und ich glaube, wir konnten noch einen Skill auswählen hier. Ein Perk. Ja. Mal gucken. Ich denke mal, den setzen wir auf leichte Rüstung. Denn damit können wir ein bisschen... Ja, haben wir eine bisschen bessere Verteidigung, ne? Und ich denke mal, das ist doch ziemlich gut. So, jetzt nehmen wir nochmal ein Fackel in die Hand. Damit wir auch anständig mal was sehen können, ne? Wenn wir durch die Nacht rennen, wollen wir was sehen können. Und wir wollten uns auf den Weg begeben nach, ja, zur Karsspitze. Und der Troll, was machen wir mit dem jetzt? Ich würde mal sagen, an dem sprinten wir vorbei. Ja. Ich glaube, das bringt was. Hahaha. Kommt er uns noch hinterher? Ich glaube nicht. Nee. Gut.
Säbelzahntiger. Das ist ein bisschen gefährlich. Hoffentlich bleibt er da drüben. Nee. Oh, der kommt wieder hierher. Das ist ja blöd. Das ist... Aber was machen wir denn? Was machen wir dann? Komm ja nicht auf die Idee, hier wieder hochzuhüpfen. Komm nicht auf die Idee, hier hochzukriechen. Aber okay, wenn du da unten runterfällst, dann ist ja eigentlich ganz gut. Dann kannst du uns nicht irgendwie stören dabei. Ist ja auch was Feines. So, dann müssen wir mal hier runterlaufen und hier entlang und immer weiter bergab. Es ist aber ein ganz schön weiter Weg runter hier. Meine Güte. Nee. Noch ein Bär. Dann laufen wir mal lieber hier runter. Schön vorsichtig, wir wollen hier nicht irgendwie stolpern und uns das Genick brechen. Das wollen wir ganz und gar nicht. Es tut ja weh. Wir haben uns schon oft genug wehgetan. Da vorne gehen doch Leute, oder? Da sind doch welche. Das sehen wir uns mal genauer an. Go tell the commander. I'm sure the boot in your arse will take your mind off your troubles. Ein paar Sturmmantelrebellen, hä? Huh? We're running out of bread. I hope the supplies get here soon. You must be all right if you've got time to complain. Hope I don't draw guard duty. Go tell the commander. I'm sure the boot in your arse will take your mind off your troubles. Ha. Die mit ihren Sprüchen. Ja, aber kaum hängen sie selber in Schwierigkeiten, fangen sie an zu jammern. Es ist doch immer das Gleiche. Naja. White Run? Liegt auf diesem Weg. Gut. Dann werden wir da mal weiter langlaufen. Und warum dieser Bandit hier immer noch hier auf dem Boden liegt, ich weiß es nicht. Warum? Warum, entspawnt er denn nicht? Wie das eigentlich normalerweise der Fall wäre. Wer bist denn du hier? Maik, oder? Ja. Don't try blocking if you have two weapons. You will only get confused.
Much better to hit twice anyway. Ich mag diesen Akzent von ihm. Naja. Liebe Freunde, wir haben es fast geschafft. Wir sind, ja. Was? Okay. Dramatische Musik. Und wir sind tot. Warum sind wir tot? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir fangen wieder bei... Ja. Ach, das ist doch ein bisschen ärgerlich. Naja. You've been a good friend. Take a look. Ja, komm, zeig mal her, was du... Ach, jetzt hat er sie auf einmal nicht mehr. Ach, du bist aber auch einer. Thanks again for the legwork. Meine Güte. Meine Güte, aber was hat uns denn da vorhin noch erwischt? Das wüsste ich ganz gerne. Was hat uns da denn noch umgebracht? War das ein Wolf? War das ein Vampir? Oder war das ein Assassine? Ich weiß es nicht. Es wäre auch zu schön gewesen, das herauszufinden. Ach, und ich, Blödian, hab natürlich nicht gespeichert. Naja. So. Schnell, schnell von dem Troll weg. Und dann, ja, was ist dann eigentlich hier mit dem Säbelzahntiger? Da vorne ist er. Böse, böse. Was machen wir dann? Was machen wir dann mit dem? Nicht, dass er uns gleich noch angreift, ne? Da ist er. Oh, 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 das ist nicht gut. So, liebe Freunde, hier machen wir einmal einen Quick Save. Und den haben wir erwischt, oder? Haben wir ihn erwischt? Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Hahaha. Säbelzahntiger. Oh, das nehmen wir noch mit. Das lassen wir aber bleiben. Gut. Meine Güte, da müssen wir hier wieder runterklettern und alles. Es dauert doch so ewig lange. Mal gucken, ob wir das so machen können. Wo. Nee, nicht sterben. So. Ja. So geht das doch ein bisschen schneller. Zumindest ein kleines bisschen, ne? Okay. Ich weiß auch nicht so recht, ob die Aufnahme hier jetzt irgendwie stark ruckelt oder so. Denn ich speichere das auf einem USB-Stick gerade ab, die Aufnahme. Aber die ganzen Testaufnahmen oder so, die waren eigentlich relativ flüssig. Deswegen denke ich doch mal, kann ich das so machen, um meine... Ja, Hauptfestplatte einfach ein bisschen
zu schonen. Die hat ja auch eine begrenzte Lebensdauer nur. Wenn man da immer so jeden Tag irgendwie 50.000 Gigabyte drauf speichert und wieder löscht oder so, dann ist das nicht so gut. Und da vorne habe ich doch jemanden in einer schwarzen Robe gesehen. Nicht, dass die uns ans Leder wollen. Wir machen mal lieber hier einen Quicksave. So. Wo sind denn die hin? Sie hier hoch? Ja, da ist sie. Oh, es sind zwei. Okay, ich lasse euch dann mal lieber in Ruhe. Ihr Herrschaften seht ja gefährlich aus. Sag ich's mal so. Mit Magiern wollen wir uns auch noch nicht so wirklich anlegen. Da sollten wir doch lieber selber erst einmal ein paar Zaubersprüche lernen. Damit wir gegen die eine Chance haben, ne? So. Und hier sind wir vorhin noch gestorben. Etwas weiter, da hinten. Und ich frage mich, wie lange wir schon aufnehmen. Und ein Dieb. Alright. Hand over your valuables, or I'll gut you like a fish. Ha. Nice try. But you don't scare me. Oh, das gibt's doch I'm not nicht. Going to ask again. Ich habe keine Zeit für sowas. Never should have come oh. Here. Oh, da hat er aber. Meine Güte. Ja, komm ruhig hier hoch. Spiel's mir genau in die Hände. Yeah. Ja, sie soll mich ruhig verfluchen. Diese Azura. Achso, jetzt fällt's zuerst hin. Das gibt's doch nicht. Ah! Nein! Das kann doch wohl nicht wahr sein. You dare fight a Dunmer? Wo ist er hin? Ich glaube, er ist irgendwo hingefallen, oder? Ja, da ist er. Na also. Und da liegt er. Tot. Ein Flawless Amethyst hatte der noch. Oha. Naja, okay. Hauptsache, wir machen's hier. Hauptsache, wir überleben. So. Dann nehmen wir noch einmal hier einen Trank. Sollte der nicht irgendwie unsere Gesundheit regenerieren? Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt macht das, okay. Jetzt macht er das. Und wie war es noch mit dem... Da ist ein Bär, da ist ein Bär. Und wir wären fast gestorben, weil wir da irgendwo festhängen. Das ist nicht so supi. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schnell irgendwo hin, wo wir sicher sind. Und wir sind tot. Das war so klar. Ah, nee, ey. Okay, liebe Freunde, dann machen wir
Ja, ich weiß nicht. Dann machen wir hier eine Pause und dann, werden wir das kleine Stückchen irgendwie bis zur nächsten Folge noch überspringen und dann sehen wir uns irgendwo kurz vor den Waldheim Towers, ne? Würde ich doch mal sagen. Dass das irgendwie eine anständige Position wäre. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir das hier kampflos irgendwie überstehen. Mal gucken, wer da vorne steht, ne? Das finden wir noch heraus und dann... Oder ob da überhaupt jemand steht. Da ist doch jemand. Oh, 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 oh. Wieder ein Dieb. Okay. Nein. Das war die falsche Flasche. Das gibt's doch nicht. What was that? Na also. Aha. Boost. Kriegen wir den noch? Ich hoffe es. Time for you to die. Nee, nee, nee. Heute ist nicht unser Todestag. Dran verreckt, ha? Gut. Dann machen wir hier einen kurzen Break und dann sehen wir uns an den Waldheimer Towern, ne? Wie wäre das? Ich denke mal, das ist so ein bisschen. Ja. Wir werden das hier überleben. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es erneut heißt Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.